something one like... One casual day when I was rightfully chillin', I was ill and had the feeling the brother was tired billin'. I was still feeling assorted of wrinkle orders from the millers and the 40s, pumpin' in the shorties. I act older than that, I'm nice, take a shower, get right, launch and tight, hit the road, put it down. So then I roll off, oh, just how I roll off, no, I don't slow up. Wo ist er? Ist nicht leicht, mit Jordi zu arbeiten, aber ich kenne ihn. Wäre die Lage anders, würde ich vielleicht ihn jagen. Oder andersrum. Aber wenn er sagt, dass wir ein Problem haben, halte ich das für eine Untertreibung. Dieser Typ darf mich nicht identifizieren. Oder alles wird außer Kontrolle geraten. Guck mal da! So was Albernes! Jordi, wer sind die? Na, die wohnen hier. Was ist passiert? Tja, die Security in diesen Häusern ist ziemlich gut. Damit sich solche Leute hier oben schön sicher fühlen. Ich meine, diese Leute hatten nur eine Türkette angebracht, wollten sich wohl den Pizzalieferanten gut anschauen, bevor sie die Tür aufmachen. Okay, fein, sicher. Also zu diesem Problem. Dafür habe ich den Bolzenschneider dabei. Er öffnet die Tür ein Stück, da ist die Kette, ich schieb ihn rein und schnipp und rate mal. Ist nicht der Pizzamann. Jordi, das Problem. Komm schon. Das tun wir doch gerade. Wir sind mitten in der Auflösung hier, Pierce. Du weißt nicht zu schätzen, was ich für dich tue. Du merkst nicht, wie sehr ich mich um dich kümmere, oder? Wirklich? Ja? Tu mir einen Gefallen. Beeilen wir uns. Wie viel Zeit haben wir? Nicht so viel wie nötig. Oh, diese Leiche da aus dem Stadion. Er ist nicht mehr so tot. Die Bullen haben ihn jetzt im Chicago-Gefängnis. Und oh, er spaziert jeden Moment ins Verhör und zeigt mit dem Finger. Auf dich. Wie konnte das passieren? Mach mich nur fertig. Toller Blick. Siehst du? Heute Morgen ging was raus. Einer bezahlt einen Haufen Dollar für die Aussage dieses Clowns. Und einer von den Typen lautet die Geschichte. Sieht aus, als müssten wir beide uns mal unterhalten. Ja, aber nicht wieder das mit dem leeren Magazin. Der arme Maurice hat sich vollgebissen nach deiner Schuhe. Kümmere dich nicht um meine Methode. Weißt du, wie man es benutzt? Bring deinen Arsch da runter, ich gebe Deckung. Und lass den Boss am Leben. Wirst ihn brauchen. Glaubst du? Machen wir es schnell, okay? Meine Gastgeber jammern, davon bekomme ich Migräne. Und wenn ich Migräne kriege, Pierce, dann bin ich nutzlos für dich. Denkst du, du bist der Einzige, der schnell machen will? Was weiß denn ich? Empathie ist nicht deine starke, hm? Nicht unbedingt. Was ist mit dem Fixerauftrag? Was suchen die eigentlich? Dich. Jemand will den Rächer, und zwar dringend. Und sie wollen einen fingierten Gefangenentransport organisieren, um den Zeugen freizubekommen, der dich erkennt. Ich habe noch nie gesehen, dass sie so viele Leute einsetzen. Sie wissen, dass ich sie stoppen will. Hör zu. Der Zeuge kennt mein Gesicht. Wenn die Fixer ihn bekommen, wenn mein Name rauskommt, dann jagen sie meine Familie. Ah, das F-Wort. Du bist zu sentimental, Pierce. Das ist eine Schwäche. Irgendwann wird es jemand gegen dich nutzen. Ich decke dich, wo ich kann, aber ich sehe nicht alles. Na gut, legen wir los. Hilf mir doch mal, ich sehe nichts. Oh, Scheiße, den Typ kenne ich. Welchen denn? Ich vergesse den Namen immer, der Typ. Mit den Ohren. Tutuli Dawson. Ist er ein Freund? Ich habe keine Freunde. Danke. Könnte auch was mit B sein. Du hast keine Ahnung, wer er ist. Hm, wohl nicht. Ich erschieße ihn. Douglas. Was? Das war sein Name, Douglas. Ach, scheiße. Zu spät. Du hast ihn erschossen. Sein Name fiel mir nicht ein. Echt blöd, ich mochte den Kerl. Kannte viele Herbie-Witze. Leck mich, Mann, ich erinnere mich an einen. Meinst du, du könntest etwas weniger Spaß haben? Such dir einen Job, den du liebst, und du musst keinen Tag arbeiten. Moment! Stopp! Wer soll den Knastjob erledigen? Den was? Keine Ahnung, wovon du redest. Lance Brenner. Wie geht's der Familie? Was soll das? Ich frage dich nach deiner Familie. Sieht so aus, als hättest du zwei Parallelleben. Familienmensch. Die Kinder gehen wohl bald aufs College. Teuer für einen Gewerkschafter. Fick dich. Und dann gibt es das zweite Leben. Geisterkonten mit einem ganzen Haufen Geld drauf. Hey. Wusstest du, dass dein Name bei verdammt vielen ungeklärten Fällen auftaucht? Die Bullen würden sicher gerne mit dir reden. Okay, warte. Willst du einen Teil von der Kohle? Das kann ich einrichten. Du verschwendest Zeit. Na gut, na gut! Fuck! Der Knastjob? Das ist Angelo Tucci. Er ist in einem Konvoi, aber zu spät. Du findest ihn nie. Wer sagt, dass ich ihn will? Ich wette, er hat Familie in der Stadt. Was willst du von seiner Familie? Was verdammt stimmt nicht mit dir? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Wach auf, Pierce, mehr Fixer am Anmarsch. Wie schlimm. Kennst du Kinderhook? Scheiße. Alles klar, ich hab ihn. So bin ich. Ich weiß, du musst jetzt los. Ich mach das hier fertig. nicht, wir sind ja da. Kannst du dich daran erinnern? Also schaffst du das oder nicht? Vielleicht. Aber ist das egal? Weil ich es geheim halte. Flamm ihn! Gut auf, er ist hier. Wo ist er hin? Sieht ihn jemand? Der Bastard! Auflösen. Der ist clever. weiter. Lassen wir es, der Typ ist weg. Zurückgerufen. Hast du den Typ, den wir gesucht haben? Ja, ist eine üble Geschichte. Hör mal, ich muss jemand anderen finden. Dieses Mal habe ich einen Namen, Helena Tucci. Sie ist mit einem Verwandten, den ich suche. Lebt sie in Chicago? Ja, ich brauche sofort einen Ort. Hab sie. Wow, die hat mal einen digitalen Fußabdruck. Okay, heute Morgen hat sie was über ein Treffen vor dem Willis Tower gepostet. Okay, ich rufe an, wenn ich da bin. Vielleicht brauche ich Hilfe.